herzlichen guten Abend im Salon Luitpold. Heute zur Feier des Tages auf zwei Ebenen. Wir kommen dem Anspruch der Agora heute relativ nahe, hängt aber wahrscheinlich, oder ist wahrscheinlich wie immer auch von Ihnen ab, dass wir dann im Anschluss, in der zweiten Hälfte des Abends, auch mit Ihren Fragen rechnen dürfen. Mein Name ist Stefan Meyer und ich freue mich sehr, Sie heute so zahlreich begrüßen zu dürfen. Im Salon Luitpold zum Thema Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Und so ein kompetentes und illustres Protagonistenpaar bekommt man als Salon Luitpold nicht so ganz einfach. Deswegen habe ich mir zwei wunderbare Partner anlachen können. Auf der einen Seite Frau Jutta Höchststier, vielleicht stellst du ganz kurz auf, Jutta, von der Evangelischen Stadtakademie. Und eine ganz besondere Ehre ist es heute Abend, Hans-Dieter Beck und Jonathan Beck hier begrüßen zu dürfen. Und da habt ihr beide sicher nicht unerheblichen Anteil daran, dass wir heute so wunderbare Gäste begrüßen dürfen. Und ich will mich gar nicht lange aufhalten, sondern will nur ganz kurz, wenn ich darf, den Peter Felixberger vorstellen, der heute ein Buch Insight angekündigt hat. Wir machen heute ein bisschen anderes Format. Heißt, wir steigen ganz tief ein in ein Buch, das schon heute, seit einer Woche, die Bestsellerlistin anführt. Es ist am 4.10. von Welt, WDR, NZZ und Österreich 1 zum besten Sachbuch gekürt worden. Und ja, Peter Felixberger, er ist Programmgeschäftsführer des Murmann Verlags. Er ist außerdem Chefredakteur und Mitherausgeber mit Amina Sehe des Kursbuchs. Er ist Mitherausgeber des Magazins Enorm und ist Dauergast hier im Salon. Er hat schon wunderbare Abende hier gestaltet, ganz tolle Gäste hierher gebracht und interviewt und hat ein bewegtes, erfolgreiches Berufsleben hinter sich gebracht bisher, das ist ja noch lange nicht zu Ende. Er hat Politikwissenschaften, Soziologie studiert, hat während des Studiums schon einen Buchladen gegründet, hat jahrelang für die SZ geschrieben, war Lektor beim Verlag Moderne Industrie, hat ein eigenes Redaktionsbüro gegründet und erfolgreich lange Jahre geführt, hat ein unabhängiges Online-Magazin ChangeX gegründet und seit 2013 ist er eben Programmgeschäftsführer beim Hamburger Verlag Murmann Publishers. Ja, seine Arbeit konzentriert sich auf die Themen Globalisierung, Kulturwandel und Veränderung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Und ich kann Ihnen einen Insider-Tipp geben, der Montagsblock, Kurzbuch online, zweiwöchentliche Kolumne, wunderbar. Ich freue mich jeden zweiten Montag darauf, sie lesen zu können. Sehr lehrreich und unterhaltsam. Und schon sind wir mitten im Thema. Ich freue mich auf eine sicherlich erfrischende Enddiabolisierung der Digitalisierung. Schauen wir mal, das war jetzt so schwer, der Zungenbrecher, dass ich Sie jetzt hiermit herzlich einlade, aufmerksam einen Dialog zu folgen, der nach circa einer Stunde, ein paar Minuten hin oder her, so genau geht es nicht bei uns, Sie dann auch einlädt, Fragen zu stellen. Herzlichen Dank, dass ihr beide da seid. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen und ihr habt die Bühne. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend, lieber Armin. Ich erinnere mich an eine Autofahrt im Dezember, wo wir bei Robert Habeck einen Tag in Flensburg verbracht haben und wir ihm dann für das Kursbuchinterview die letzte Frage gestellt haben zum Thema Digitalisierung. Und dann antwortete er, da haben wir jetzt noch nicht so viel Ahnung, da müssen wir uns noch beschäftigen. Du erinnerst dich an diesen Satz und dann sind wir mit dem Auto zurück nach Hamburg gefahren und
waren ein wenig entgeistert über sozusagen einen führenden Politiker, der sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzt. Wir haben das getan, Armin insbesondere, mit diesem Buch Muster, das im C.A. Beck Verlag erschienen ist und nicht in der Kursbuchedition. Dieses Thema lassen wir jetzt mal außen vor. Und was wir Ihnen heute vorstellen wollen, ist tatsächlich dieses Buch. Und wir haben uns überlegt, wie kann man so einen krassen soziologischen Text einem Publikum so näher bringen, dass sie sozusagen die Grundthesen oder die Grundarchitektur der Argumente in diesem Buch besser kennenlernen können. Und die Idee, die wir haben, ist, dass wir Ihnen eigentlich zu einem bestimmten Thema, nämlich zu dem Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, zwei Thesen zunächst vorstellen, anhand derer wir dann eigentlich das Thema Muster und dahinterstehende Argumentation und Logik versuchen aufzudröseln. Wir heißt in dem Fall der Autor natürlich und ich darf ihm dabei assistieren. Die Klimakatastrophe in Deutschland ist medial ja sozusagen sehr bipolar und ich habe Ihnen zwei Zitate mitgebracht, die für sich je sehr plausibel sind, die für sich je eine gewisse Logik haben und auch Begründbarkeit. Das erste Zitat ist vom Umweltbundesamt und lautet: In Deutschland konnten die Treibhausgasemissionen seit 1990 deutlich vermindert werden, nämlich um knapp 30%. Das zweite Zitat ist von Rupert Read, der diese Woche ein Interview in der Süddeutschen Zeitung gegeben hat von Extinction Rebellion. Und dieses Zitat lautet: Nie ist die CO2-Konzentration in der Luft so schnell gestiegen wie momentan. Sie sehen an der Gegensätzlichkeit, dass offenbar, und jetzt steigen wir sozusagen in das Buch ein, auf der gleichen Benutzeroberfläche von Daten, Informationen, Rohdaten, Zahlen, im Grunde genommen unterschiedliche Rekombinationen vorgenommen werden. Und Sie merken an diesen Begriffen schon sind wir in der NASI-Welt, Rekombination, Benutzeroberfläche. Und jetzt wird natürlich mit beiden Thesen Anschlusskommunikation betrieben. Muster A wäre sozusagen für die Klimazweifler, Muster B, Extinction Rebellion, versorgt so mehr oder weniger Klimakritiker, Aktivisten. Ist das, erste Frage, das wesentliche Kennzeichen heute von modernen Gesellschaften, dass wir solche Polaritäten mit Begründungslogiken erzählen, die dann letztlich auch alles zulassen können oder müssen, was zu einem Thema auch sagbar ist? Naja gut, die kurze Antwort würde lauten ja, aber das ist zu kurz für den Abend, deshalb etwas ausführlicher. Also man kann an diesen beiden Sätzen ja sehr schön sehen, dass sie sich zum einen widersprechen, dass sie zum zweiten beide auf die gleichen Datengrundlagen zurückgreifen können und dass sie drittens unvermittelt sind. Das ist ja das Interessante eigentlich daran. Also unvermittelt würde heißen, du hast es ja schon angedeutet, dass die beiden Sätze, die ja je für sich in einer bestimmten Welt als wahr gelten können, erstens auf ähnliche Daten tatsächlich zurückgreifen. Wenn man tatsächlich nachfragen würde, würden beide, sowohl das Umweltbundesamt als auch dieser Mensch, der offenbar ein Philosoph sein soll, wie ich gelesen habe, gewissermaßen auf Daten zurückgreift, die da sind. Das heißt, die Informationen sind nicht in den Daten drin, sondern welche Muster wir in den Daten entdecken, hängt offenbar von dem Beobachter, von dem Blick, von demjenigen ab, der mit diesen Daten umgeht. Das wäre das eine. Das andere ist, dass dann natürlich zwei sehr unterschiedliche Sprecher da sind, die sich geradezu musterhaft verhalten. Also wir haben ja beide selber mal über das Drehbuch nachgedacht. Die Frage, dass wir in öffentlichen Debatten eigentlich sehr schön sehen können, wie wenig Überraschungen es eigentlich gibt, wer was
wozu zum Besten gibt. Also man könnte fast sagen, dass so ein Drehbuch da ist, weil jeder seine Rolle spielt und jede natürlich auch ihre Rolle spielt in öffentlichen Debatten, sodass man sagen kann, dass jemand, der für Extinction Rebellion spricht, anders spricht als jemand, der fürs Umweltbundesamt spricht. Das gilt übrigens auch für uns, die wir hier auf der Bühne sitzen. Also wir sind da auch sozusagen nicht freischwebende Intelligenzen, wie Karl Mannheim sagen würde, sondern natürlich auch Leute, die der Erwartung folgen, dass man sich solche Erwartungsmanagements anguckt. Und das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass wir moderne Gesellschaften ganz offensichtlich nur dann verstehen können, wenn wir sehen, dass unterschiedliche Muster tatsächlich da sind, die man sich mit bestimmten Tools genauer angucken muss. Und wenn man jetzt sozusagen die Übertragung macht, dann würde ich sagen, die Grundthese dieses Buches, das ich da geschrieben habe, besteht darin, dass besonders an der Digitaltechnik zu sehen ist, dass wir Informationen über diese komplexe Gesellschaft vor allem in Form von Mustern wahrnehmen können oder erzeugen können, und zwar von Mustern, die man auf den ersten Blick nicht sieht, die sich aber im zweiten Blick erschließen, und dieser zweite Blick ist zum Teil die Digitaltechnik, aber man kann an dem Beispiel, das du gerade genannt hast, sehen, dass wir eigentlich im Alltag, wenn wir uns die Gesellschaft angucken, selbst schon mit Mustern arbeiten. Wir typisieren zum Beispiel im Alltag, wir wissen relativ genau, wer sich wann wie verhält. Das sind übrigens gar nicht unwichtige Dinge. Wir wissen zum Beispiel, dass Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer die Rechts-vor-Links-Regel auch kennen. Und wir verlassen uns sogar darauf und setzen unser Leben ein, dass wir gewissermaßen davon ausgehen, dass ein bestimmter Typus von Mensch, so wie die beiden, die du gerade genannt hast, bestimmte Sätze sagen, sich an bestimmte Dinge halten. Oder wir sind daran, also ich nehme extra unspektakuläre Beispiele. Wir gehen meistens rechts aneinander vorbei, wenn nicht zu viele britische Touristen in der Stadt sind. Das wird wahrscheinlich bald ein bisschen weniger. Oder wir können ungefähr einschätzen, wen wir für vertrauenswürdig halten und wen nicht. In der Sozialpsychologie gibt es Untersuchungen darüber, wer eigentlich auf der Straße wen nach dem Weg zum Bahnhof fragt. Das sind eigentlich Mustererkennungssoftwares, die wir im Kopf haben, nachdem wir uns sozusagen richten und wissen, was ist eigentlich ein angemessenes, erwartbares Verhalten. Und Sie sehen sozusagen schon an der komplizierten Antwort auf die eigentlich ziemlich deutliche und klare Frage, also ich bin schuld, nicht Peter, dass wenn wir tatsächlich genau hingucken, wir feststellen müssen, dass die Muster, mit denen wir zu tun haben, die wir im Alltag durchaus verwenden, strukturähnlich dem sind, was die Digitaltechnik macht. Die tut nämlich nichts anderes, als in Datensätzen, die schon da sind oder die anfallen, die zum Teil rekombiniert werden aus unterschiedlichen Datensätzen, mithilfe von Mustererkennung Informationen herauszubekommen. Wie, letzter Satz, das Umweltbundesamt aus den gleichen Daten etwas anderes sehen kann als der interviewte Philosoph. Und das Spannende ist eigentlich daran, dass man dann ein besonders interessantes Bild über Informationen bekommt. Informationen liegen nämlich nicht in den Daten, Informationen liegen nicht in der Realität, wie wir sie sehen, sondern die Informationen liegen eigentlich in der Form der Verarbeitung der Daten, wie wir sie entsprechend verwenden. Also wer mal einen schweren Unfall gebaut hat, weil jemand anders die Rechts-vor-Links-Regel nicht angewandt hat, wird wahrscheinlich die Muster anders erkennen als jemand, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Wenn man mit dem Fahrrad öfter unterwegs ist, glaubt man nicht daran, dass die Rechts-vor-Links-Regel wirklich zu den, sagen wir mal, eingeführten Kulturerscheinungen unserer Hemisphäre gehört. Jetzt ist ja in der Systemtheorie, der du ja sicher nahestehst, wie man allgemein weiß, die Frage nach den Kommunikationsräumen. Wenn die These des Buches, dass sozusagen die Digitalisierung nichts anderes ist als die Verdoppelung der Welt, also letztlich eine Ausdifferenzierung der Daten, Zahlen, Fakten, die dahinterstehen, bedeutet, dann schreibst du ja auch, dass sich das Ganze ja nochmal multipliziert in den verschiedenen Kommunikationsräumen. Ich nenne Politik, Religion, Wissenschaft. Das heißt, wir haben ja nicht nur eine Verdoppelung der Welt, die in Datenform stattfindet, sondern wir haben ja eine Multiplikation von Welten. Und jetzt passiert eigentlich etwas, was ich in dem Buch nicht ganz verstanden habe, weil wenn die These dieser Multiplikation von Welten tatsächlich stimmt, dann erzeugen wir eigentlich einen Wust an Begründungslogiken, die letztlich immer wieder auf einen gleichen Datenraum zurückgreifen,
aber es sich erlauben können, aufgrund einer Plausibilität, die sie herstellen, eine Wahrheit zu verkaufen. Haben wir dann nichts anderes wie eine große Kakophonie von letzten Wahrheiten, die daraus produziert werden? Also bevor ich das beantworte, vielleicht einige Begriffe zu klären. Ja, also Verdoppelung der Welt, was heißt das? Vielleicht erzähle ich mal den Plot. Der Plot der ganzen Geschichte besteht darin, dass ich, wenn ich mich mit Digitalisierungsfragen beschäftige, mich zunächst einmal die digitalen Geräte überhaupt nicht interessieren, sondern die Frage, warum diese eigentlich in der Gesellschaft andocken. Es gibt so eine techniksoziologische Idee, die ich da verfolge, die nicht heißt, dass eine Gesellschaft da ist und dann kommt eine Technik in die Gesellschaft und wir reagieren irgendwie darauf, sondern Techniken können sich in Gesellschaften eigentlich nur etablieren, wenn sie ganz offensichtlich in der Lage sind, ein latentes Problem, das schon da ist, in irgendeiner Weise zu lösen. Ich vergleiche das sehr oft mit dem Buchdruck, die disruptivste Technik, die es in den letzten Jahrhunderten in unserer Hemisphäre gegeben hat, die tatsächlich fast alles verändert hat, aber anders verändert hat als gewissermaßen diejenigen, die den Buchdruck eingesetzt haben, es sich vorgestellt haben. Also ich vereinfache jetzt mal sehr, man hatte die Idee, die Heilige Schrift zu distribuieren, damit jeder Mann und jede Frau sie lesen kann. Und der Effekt war sozusagen, dass weil man sie jetzt lesen kann, auf einmal sich unterschiedliche Lesarten etablieren und man noch weniger wusste, was in der Heiligen Schrift steht, obwohl es jetzt jeder lesen kann. Und was der Buchdruck noch gemacht hat, das ist gewissermaßen dafür zu sorgen, dass in einer komplexen Gesellschaft mit den gleichen Daten, nämlich geschriebenen, unterschiedliches gemacht werden kann. Meine These ist, dass das nur passieren konnte, also eigentlich ist das diese Schriftfrage schon seit Anaximander geklärt, das war ein paar Jahre vorher, also das war sozusagen im antiken Griechenland, als die Schriften entstanden sind, mit denen wir jetzt zu tun haben oder seitdem zu tun hatten. Während des Buchdrucks ging es darum, dass der Buchdruck deshalb an die Gesellschaft andocken konnte, weil er das Problem gelöst hat, dass die Gesellschaft so komplex wurde, dass mit den gleichen Phänomenen unterschiedliche Leute Unterschiedliches gemacht haben. Das heißt, die Idee der Lesart ist gewissermaßen in die Weltgeschichte gekommen, gegen die sich die zentralen Instanzen ziemlich gewehrt haben. Die Kirche zum Beispiel, die Tradition zum Beispiel, der Adel zum Beispiel, bestimmte Formen der Herrschaft zum Beispiel. Also hier sind schon die Begriffe, die du genannt hast, schon letztlich angelegt. Politik, Religion, Wirtschaft reagieren sehr unterschiedlich auf diese Dinge. So, wenn der Buchdruck ein bestimmtes Problem gelöst hat, dann könnte ich eigentlich bei der Leittechnik, die wir heute haben, nämlich der Digitalisierung, auch die Frage stellen, welches Problem löst die Digitalisierung eigentlich? Weil wenn es kein Problem lösen würde, so ähnlich wie der Buchdruck, würde sie sich nicht etablieren. Und meine These ist tatsächlich, dass mit Hilfe von digitalen Beobachtungsformen unsichtbare Strukturen der Gesellschaft sichtbar gemacht werden. Ich will Ihnen drei Beispiele nennen. Ein Beispiel ist die Urbanisierung, also die Entstehung von Städten hat unter anderem dazu geführt, dass man berechnen musste, wie breit eine Kanalisation eigentlich sein muss im Hinblick auf die Tätigkeiten der Bewohner einer Stadt, im Hinblick auf die Produktionsformen in der Stadt und im Hinblick auf die Größe der Stadt. Das muss man ziemlich genau berechnen, damit es fließt. Das ist gar nicht so simpel und das kann man eigentlich nicht mit den Informationen der Tradition entnehmen. Zweites Beispiel, wenn wir eine Gesellschaft haben, in der die meisten Tätigkeiten, ökonomischen Tätigkeiten darauf angewiesen sind, dass Menschen lesen und schreiben können, brauchen wir also ein Bildungssystem, in dem wir relativ genau sagen müssen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer wir eigentlich im Hinblick auf ganz bestimmte Tätigkeiten brauchen, wie viele Universitäten, wie viele Schulen, wie viel Zeit in Anspruch genommen werden muss, damit die Leute das für ihren Lebenslauf lernen können. Das konnte man nicht wissen, das hat man mit Statistiken versucht rauszukriegen. Drittes Beispiel, stehende Heere sind außerordentlich schwierige Apparate, weil die Leute, die in den stehenden Heeren sitzen, sozusagen nichts anderes tun, als zu warten, aber Material brauchen für den Ernstfall. Und welches Material man braucht, das konnte man nicht mehr der Tradition entnehmen, wo sozusagen der einzelne Soldat individuell ausgestattet wird, sondern es ist eine komplizierte Form von Organisation. Und da kam sozusagen langsam in die Gesellschaft eine Idee hinein, dass das, was die wichtigen Informationen sind, nicht mehr einfach so
der Wirklichkeit mit bloßem Auge zu entnehmen ist, sondern man muss latente Muster herausbekommen, mit denen man berechnen kann, wie man Sozialplanung, Militärplanung, Bildungsplanung und so weiter macht. Und das ist eigentlich die Grundidee zu sagen, dass in der Gesellschaft sozusagen Daten anfallen. Ja, das Statistische Reichsamt wurde 1872 in Berlin gegründet. Man hat sofort dafür gesorgt, dass all das, was dort gesammelt wird, zum Staatsgeheimnis zu erklären ist, weil das wichtige Daten waren. Heute sammeln ja private Unternehmen und der Staat viel weniger. Aber strukturähnlich ist das durchaus ähnlich. Und meine These besteht jetzt gewissermaßen darin, dass die Gesellschaft eine Selbstbeobachtung einführt, in der Daten und Muster anfallen, die, und das ist jetzt die Antwort auf Peters Frage, die sozusagen von unterschiedlichen Akteuren unterschiedlich verwendet werden. Der gleiche Datensatz, den wir über etwas haben, heute würden wir vielleicht sagen als ein besonderes Modell, all das, was Facebook sammelt, also wir denken ja immer, Facebook sei dazu da, damit wir miteinander besser kommunizieren können und irgendwie Informationen austauschen. Facebook ist eigentlich nichts anderes, als uns im Alltag dazu zu bringen, Datenspuren zu hinterlassen. Das ist das Geschäftsmodell von Facebook. Es fallen unfassbar viele Daten an. Mit diesen Daten kann etwa eine Strafverfolgungsbehörde etwas anderes machen, als ein Marketingunternehmen oder ein Kreditunternehmen, das die Kreditwürdigkeit von Facebook-Mitgliedern rausbekommen will. Solche Unternehmen gibt es, die dann etwa sagen, dass die Kreditwürdigkeit durchaus etwas damit zu tun hat, mit wem ich auf Facebook vernetzt bin. Wenn da zu viele Leute sind, die Kredite nicht zurückgezahlt haben, dann werde ich weniger kreditwürdig sein. Also das ist nicht von mir erfunden. Und wenn, dann wäre es ziemlich gut erfunden. Aber solche Dinge gibt es. Und das Spannende ist, dass gewissermaßen die Informationen nicht in dieser verdoppelten Struktur der Gesellschaft, die sozusagen in Datenform quasi über uns liegt, sondern in dem Beobachter, der etwas damit tut. Verdoppelung heißt für mich eigentlich nur, das ist ein erkenntnistheoretischer Begriff, den wir schon aus der Schriftwelt kennen, dass der Begriff Baum kein Baum ist. Dass das Datum über etwas eben nicht das ist, wofür das Datum steht, sondern dass das gewissermaßen eine selbstreferenzielle Eigenstruktur ist, die in der Tat, also da würde ich völlig zustimmen, sehr multipel ist. Also wie die Schrift ja nicht die Welt abbildet, sondern verschiedene Welten produziert. Heute ist gestern ist der Literaturnobelpreis verliehen worden an zwei sehr unterschiedliche Textsorten, die zum Teil über den gleichen Gegenstand, nämlich den Alltag, handeln und diesen Alltag ganz unterschiedlich mit Schrift verdoppeln, also multipel verdoppeln, erleben wir sozusagen in der digitalen Welt, dass die Datenwelt, die wir da haben, eigentlich die Möglichkeit bietet, Muster zu erkennen, die erst auf das, was da verdoppelt wird, zurückschließen lässt. Zum Ende der Rede vielleicht ein banales Beispiel. Was macht Marketing heute? Marketing muss wissen, ob man aus einem bestimmten Kauf oder Sexual oder Wahl oder sonstigem Verhalten auf bestimmte weitere Kaufprofile schließen kann und dann entsprechend Leuten per Werbung bestimmte Dinge anbietet, die in einem probabilistischen Modell berechnet werden können, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie das bestellen. Das ist eigentlich ein banales Beispiel, das ist aber hoch voraussetzungsreich, weil es eigentlich nur auf die Wahrscheinlichkeit musterhaften Verhaltens hinweist. Ich würde jetzt sagen, dass Marketing natürlich eine Kohäsionstechnologie ist, aber komme ich gleich drauf. Das Problem an dieser Argumentation scheint mir zu sein, dass am Ende du eigentlich nur nachweist, dass jeder in seinen eigenen Diskursen verbleibt und dort beobachtet. Er kann im Prinzip auf einer gemeinsamen Benutzeroberfläche, aber sozusagen in einem Diskurs- und Kommunikationsraum bleiben. Er kann sogar in einer eigenen Gesprächskultur bleiben, in der er dann Plausibilität und Begründung erzeugt. Am Ende, und ich will die Frage deswegen nochmal ein bisschen anders stellen und vielleicht auch in Beziehung auf das Marketing. Das Marketing ist als Technik eigentlich genau das Gegenteil. Es versucht, Verbindungslinien, Brückenschläge zwischen den einzelnen Räumen herzustellen. Das, was deine These in deinem Buch aber sagt, ist eigentlich nicht mehr wie der Umstand, dass wir eine Menge von Plausibilitäten in modernen Gesellschaften täglich erzeugen, die aber im Sinne einer Verbindung, Verständigung, im Sinne eines Verstehens
nur mehr schwer zu verwenden sind, weil sie schon so eine sozusagen plausible Stärke in ihrem Raum erzeugen, dass wir eben Anhänger sind. Wir können jetzt beispielsweise mit diesen beiden Zitaten, wir können jetzt in ein und derselben Minute sowohl Klimazweifel als Klimaaktivist sozusagen plausibel herunterbieten. Aber wo wäre die Verbindung, die Kohäsion zwischen diesen beiden Räumen? Ja, es gibt keine Kohäsion. Also die Kohäsion, die, sagen wir mal, die Alltagstheorien moderner Gesellschaften, denen auch die meisten Sozialwissenschaftler anhängen, die Kohäsion ist eine Mittelschichts, eine Mittelschichtsideologie, weil die Mittelschichten ja sozusagen daran gewöhnt sind, lange Sätze zu bilden, um sich miteinander zu verbinden. Ja, also die sozusagen simulieren, als gäbe es eine gemeinsame Welt, in der man so lebt. Und weil wir in dem Milieu leben, in dem wir sozusagen die Beschreibungschiffren der Gesellschaft anbieten, tun wir so, als sei unser Milieu genau das, was die Gesellschaft ausmacht. Das ist ein Punkt, den es schon in der vordigitalen Welt, wo man sozusagen in der vordigitalen Welt schon eigentlich die Gesellschaft ziemlich, ich würde das mal sehr deutlich sagen, falsch beschrieben hat. Gesellschaften sind eigentlich nichts anderes als geordnete Formen von Kommunikation. Und geordnete Formen von Kommunikation verweisen ja darauf, wie die eigentlich geordnet sind. Und jede Ideologie der Verbindung tut so, als sei dieser Raum tatsächlich ein homogener Raum, was er nicht ist. Die Digitalisierung, und zwar sowohl auf der Ebene der Daten selbst, als auch im Hinblick auf die Folgen, wenn man etwa an Kommunikationsräume in den sozialen Netzwerken denkt, wenn man daran denkt, wie sich Semantiken verstärken, vor allem im Netz, aber nicht nur dort, verweisen heute radikal darauf, dass diese Form sozusagen der Anschlussfähigkeit nicht funktioniert. Das Marketing ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, weil das Marketing zwar eine Kohäsionstechnik ist, aber soziale und statistische Gruppen unterscheidet. Also vielleicht für die Nicht-Sozialwissenschaftler, eine soziale Gruppe besteht aus Mitgliedern, die ein bisschen voneinander wissen, dass sie eine soziale Gruppe sind. Also nehmen wir mal eine besonders kohäsive Schalke-Fans. Also ich bin einer. Mit Haut und Haaren. Sagen wir mit Haut. Und die Mitglieder dieser Gruppe, die wissen voneinander, also die wissen, wir kennen uns nicht alle, das ist klar, weil es natürlich wahnsinnig viele davon gibt, aber es ist ein Merkmal, das für alle eigentlich plausibel ist. Und das würde in den Selbstbeschreibungen auch auftauchen. Wir würden sogar bestimmte andere Merkmale ausblenden. Es gibt unterschiedliche Schalke-Fans, und das ist wirklich, das habe ich selber per Primärerfahrung getestet, dass die sehr unterschiedlich sind. Aber es wäre eine soziale Gruppe. Eine statistische Gruppe ist eine, wo die Mitglieder voneinander nichts wissen. Also wo man sagen würde, da ist ein Merkmal, das wir eigentlich in Daten gematcht in den Mustern wiederfinden, die aber gewissermaßen als statistische Gruppe ein Artefakt des Beobachters sind. Also zum Beispiel die Wähler einer bestimmten Partei oder die Käufer eines Produkts, die eben keine soziale Gruppe sind, weil sie zum Teil sehr unterschiedliche Merkmale haben. Oder die prinzipiell Verdächtigen für ganz bestimmte Verbrechen. Das sind oft keine sozialen Gruppen, aber statistische Gruppen. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch an die Rasterfahndung erinnern, als es in den 1970er Jahren darum ging, RAF-Terroristen zu überführen. Da hat man tatsächlich diese Unterscheidung von sozialen Gruppen und statistischen Gruppen verwendet, um Muster zu erkennen, bei denen man gewissermaßen mit dem natürlichen Auge eigentlich immer korrumpiert ist und glaubt, wenn der eine Terrorist so aussah wie Peter, dann muss der andere so ähnlich sein. Oder wenn der ein bestimmtes Muster an den Tag gelegt hat, muss das so ähnlich sein. Und dann stellen wir fest, dass das Leute sind, die zum Teil ganz andere Merkmale haben. Man muss also statistische Gruppen bilden. Und das Tolle ist, wenn man sich mal sowohl in der Wirtschaft als auch in der Forensik, als auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen, wo wir mit solchen Datensätzen arbeiten, umguckt, dann wird man feststellen, dass die Leute diese Art von soziologischer Denkungsart verwenden, um gerade diese Kohäsionsfrage zu überwinden. Und wenn man das jetzt bezieht auf eine Diagnose von Gesellschaft, würde ich sagen, weist die Digitalisierung gar nicht so stark auf eine Disruption des Gesellschaftlichen hin, sondern das Disruptive ist, dass wir jetzt erst sehen, wie wenig kohäsiv moderne Gesellschaften immer schon gewesen sind. Wenn ich Ihnen einen Hinweis darauf geben kann, woran man das besonders gut erkennen kann,
Man kann es besonders gut daran erkennen, dass die Formen, mit denen man Kohäsion herstellen will, besonders rabiat sein müssen. Man denke an gemeinsame Konfessionalität. Und ich meine damit nicht nur religiöse Konfessionen. Ich meine damit den Nationalismus. Ich meine damit den Rassismus und ähnliche Formen, die ja versuchen, sozusagen eine Kohäsion in eine Gesellschaft hinein, also die Unterscheidung von Eigenen und Fremden, eines unserer erfolgreichsten Kursbücher ging über den Fremden, über Fremdheit, dass wir sozusagen diese Formen mit rabiaten Mitteln herstellen müssen, weil Gesellschaften sowas selber eigentlich gar nicht hergeben. Die Nation ist wird behandelt wie eine soziale Gruppe, ist sie aber nicht. Sie ist die zufällige Zusammenstellung von unterschiedlichem auf einem mehr oder weniger historisch zufällig entstandenen Gebiet, in dem natürlich bestimmte kulturelle Ähnlichkeiten entstehen, bestimmte praktische Ähnlichkeiten entstehen, die aber weniger Kohäsion hergeben, als die Selbstbeschreibung eigentlich hergibt. Und das ist, also ich meine, das ist ein schwieriger Gedanke, ich gebe es zu, aber das ist sozusagen, wenn man die Digitalisierung verstehen will, und wenn man vor allem verstehen will, was du gerade gesagt hast, dass das Kohäsive eigentlich, das hast du so nicht gesagt, ich übersetze es, eine Ideologie ist, dann merken wir das erst jetzt. Und dass im Netz gerade diese Differenzen so rabiat ausgetragen werden, ist eigentlich ganz hübsch, weil wir diese Differenzen tatsächlich sehen können. Ich weiß nicht, ob Sie heute, wenn Sie auf Twitter sind, den Tweet von Stefan Brandner gesehen haben. Das ist der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag, gehört der Vorfeldorganisation des Anschlags von gestern an, der AfD nämlich. Der dort geradezu musterhaft beschrieben hat, warum denn, er könne nicht verstehen, warum die Politiker jetzt eigentlich alle, Zitat, in Moscheen und Synagogen rumlungern, wo die beiden Opfer doch beide Bio-Deutsche gewesen sind. Und es gibt vielleicht sind auch hier Leute, die das eigentlich ganz toll finden, den Satz. Ich finde ihn irgendwie schon ein bisschen, sagen wir mal, viel schlimmer geht es eigentlich nicht. Und spannend ist aber, dass wir sozusagen mithilfe dieser Mittel, der niedrigschwelligen Form der Sichtbarmachung solcher, ja, das ist ja keine Kohäsion, das ist sozusagen genau das Gegenteil davon, sichtbar machen, wie die Gesellschaft gewissermaßen Differenzen erzeugt, die eigentlich nicht überwindbar sind. Und ich meine jetzt gar nicht die politische Nichtüberwindbarkeit, sondern wir nehmen jetzt Dinge wahr, die man vorher nicht wahrnehmen konnte. Im positiven Sinne, weil wir statistische Gruppen bilden können, im negativen Sinne, weil sozusagen alle Abgründe, die wir auch sonst in der Weltgeschichte bei den Leuten immer hatten, jetzt öffentlich sichtbar machen können, weil eben zu der Digitalisierung auch gehört, dass Daten anfallen, die in Form zum Beispiel solcher Informationspartikel sichtbar werden. Jetzt muss ich aber nochmal nachbohren. Die These des Buches ist, Digitalisierung ist im Grunde genommen eine Ausdifferenzierungstechnologie und deswegen eigentlich schon immer in der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung angelegt. Ganz kurz, wenn dem so ist, dass letztlich aufgrund gleicher Benutzeroberflächen unterschiedliche Plausibilitätswege möglich sind. Du sagst, es ist nicht möglich, eine Kohäsion herzustellen, weil die Anschlusskommunikationen, um jetzt mal in der Begrifflichkeit zu bleiben, eben immer in ihrer Räumlichkeit verharren und sozusagen Kohäsion auch versöhnungsromantische Verklärungsmomente in sich tragen. Nur, du kommst immer irgendwo an den Punkt, wo Menschen beginnen, einer Plausibilität oder einer Begründungslogik Sinn, Verstehen, Macht zuzuordnen. Weil am Ende muss ja auch jemand entscheiden. Unsere beiden Klimazitate können jetzt nicht handlungsleitend sein für eine politische Entscheidung. Am Ende muss das jemand entscheiden. Und am Ende ist auch im gesellschaftlichen Zeitgespräch, kommen ja auch Tabus und Verbote. Wer sich heute als Klimazweifler hinstellt, wird schnell tabuisiert. Das hängt auch dann mit dem zusammen, dass gewisse Machtentwicklungen stattfinden, medial, die halt, sag ich mal, gewisse sagbare Sätze dann verhindern, dass sie gesprochen werden dürfen. Das heißt, wir haben doch nicht so eine einfache mechanische Logik von dem, was da entsteht, sondern wir tun etwas damit. Wie muss man das verstehen mit der sozusagen mit der Sinnzuordnung und letztlich auch einer politischen Entscheidung, was unsere Zitate betrifft? Okay, also das ist, ich muss leider Gottes viel referieren, um das zu beantworten. Also es gibt wir machen ja ein Buch Insight, ja, das ist ja ein neues Format. Die
also eine These des Buches ist nicht, also sagen wir, die These des Buches ist nicht nur, dass wir in der Gesellschaft überall Muster sehen. Ich habe, glaube ich, einige Beispiele genannt, das dürfte verständlich sein. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft selbst nach binär-digitalen Mustern angeordnet ist. Also warum, nehmen wir den Kapitalismus, darüber redet man ja immer gerne, weil man ihn für alles Mögliche verantwortlich machen kann, obwohl ihn noch nie jemand gesehen hat. Der Kapitalismus, vor allem wenn wir ihn kritisch sehen, ist ein System, also eine Wirtschaftsform, es ist gar keine Wirtschaftsform, tun wir mal so, als sei es eine Wirtschaftsform, die sehr unterschiedliche Formen kennt. Ja? Also es gibt nicht den Kapitalismus, sondern sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, kapitalistisch zu wirtschaften. Die Idee des Kapitalismus besteht darin, dass man weniger Mittel einsetzen muss, die am Ende herauskommen sollen. Das ist die Idee. Marx hat das sehr schön gesagt, der Sinn des Wirtschaftens wird das Wirtschaften selbst. So. Und die spannende Frage ist, wie funktioniert denn eigentlich so ein Wirtschaftssystem? Und da gibt es einen sehr einfachen binären Mechanismus, da stütze ich mich auf die Gesellschaftstheorie von Niklas Luhmann, der sagt, wenn man rauskriegen will, wie das Ökonomische funktioniert, ist es eine simple Unterscheidung. Es geht um Zahlen oder Nichtzahlen. Also egal, wie Sie Wirtschaft sich angucken, ob Sie einen kommunistischen Staatsmonopolkapitalismus Chinas oder einen neoliberalen Kapitalismus in den USA oder den rheinischen Kapitalismus im Rheinland oder den bayerischen Kapitalismus in München, was auch immer wir uns angucken, ja, also mit mehr oder weniger Staatstätigkeit, für jeden, der ökonomisch handelt, gilt eigentlich nur diese Binarität. Selbst wenn Sie aus den besten moralischen Motiven ökonomisch handeln wollen, zum Beispiel Gewinne erzielen, um damit etwas Gutes zu tun. Das gibt es ja. Ne? Eine Stiftung zu gründen oder eine Kulturstiftung zu gründen oder auch unmittelbar Leuten zu helfen, sind sie auf den Mechanismus angewiesen, dass die ökonomische Tätigkeit, die sie da machen, am Ende Zahlungsfähigkeit herstellen muss. Wenn sie keine Zahlungsfähigkeit herstellt, können sie die Motive in die Tonne kloppen. So, und das, also können sie sozusagen nichts mehr damit machen. Und diese Unterscheidung ist es, die alles ökonomische Handeln letztlich programmiert oder kodiert, ist besser gesagt. Die Benutzeroberflächen, von denen du gerade gesprochen hast, das sind die unterschiedlichen ökonomischen Programme. Also in China haben wir sozusagen die Idee, dass wir sowas wie eine staatlich gelenkte Form von Wirtschaft haben, in dem trotzdem Privatunternehmen vorkommen. Die staatliche Lenkung besteht unter anderem darin, bestimmte Formen von Privatunternehmen zuzulassen oder nicht. Also das Punktesystem, das nächstes Jahr kommt, wird sich auch auf ausländische Unternehmen beziehen. Also die sind jetzt schon dabei zu gucken, ob diejenigen, die denen ihre großen Autos verkaufen, Mercedes-Benz, Audi und so weiter, eigentlich würdig sind in China, Geschäfte zu machen. Und am Ende muss es sich doch rechnen, und zwar für alle Beteiligten. Rechnen heißt, es muss am Ende etwas dabei rauskommen. Und das ist, wenn ich das sagen darf, binär gebaut. Und ich behaupte, dass das bereits eine digitale Form ist. Digitale Formen zeichnen sich dadurch aus, dass sie simpel gebaut sind, binär nämlich. Aristoteles sagt, die 2 ist die kleinste Zahl, nicht die 1. Also zählen kann ich erst, wenn es 2 mögliche Zustände gibt. Und hier gibt es 2 mögliche Zustände, Zahlen oder Nichtzahlen oder in der Digitaltechnik 0 oder 1. Und alles diese Einfachheit ermöglicht erst einen unglaublichen Formenreichtum. Deshalb ist der Kapitalismus mit politischen Mitteln fast nicht einzudämmen, weil er immer wieder eine Möglichkeit findet, sozusagen mit Hilfe dieses einfachen Zahlungs-Nichtzahlungs-Algorithmus, wenn man so will, sich aus Bändigung, sich aus Steuerung und so weiter zu entziehen. Aber Armin, das würde ja bedeuten, dass Wirtschaft oder das Unternehmen auf einer binären Kodierung basiert. Unternehmen nicht. Moment. Unternehmen nicht. Eine Organisationsform wie ein Unternehmen würde nie antreten, sozusagen mit der primären Absicht, nur Geld zu verdienen. Ja, der Zweck eines Unternehmens besteht darin, eine Idee letztlich in eine Vervollkommnung zu bringen, und das Geld verdienen findet sozusagen, wenn es eine gute Idee ist, als Folge statt und nicht als Bedingung. Also ich würde das schon nicht so funktionalistisch betrachten, dass sozusagen Wirtschaften nur auf dieser binären Kodierung das Geld als Zahlungsmedium
so zwischen A und B hin. Ich hin schon. Geht. Also ich schon. Ja, ja, klar. Und zwar ganz extrem, weil Unternehmen haben mit Wirtschaft nichts zu tun. Unternehmen sind Organisationen, die unter anderem etwas Ökonomisches tun. Und das ist ja das Interessante eigentlich an Unternehmen, dass sie genau das machen, was du gerade gesagt hast. Die haben Zwecke, die haben Ziele, die wollen etwas erreichen. Oftmals hat das mit Gewinn überhaupt nichts zu tun. Wirtschaftlichkeit und Gewinnorientierung sind übrigens zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Aber sie müssen am Ende sich doch auf diese Binarität in irgendeiner Weise beziehen, weil sozusagen die Beliebigkeit eines Unternehmens damit eingeschränkt ist, dass es am Ende zahlungsfähig bleiben muss. Aber auch auf ihre Sinnhaftigkeit, letztlich einer kreativen Idee, ein Unternehmen zu gründen. Es muss diesen Sinnzusammenhang genauso geben, weil alleine nur, wenn ein Unternehmen antreten würde, nur um Geld zu verdienen, würden wahrscheinlich die meisten Unternehmen scheitern. Okay, aber das, also ich wiederhole nochmal, die Codierung ist kein Umzu-Motiv. Ja. Es ist kein Umzu-Motiv, überhaupt kein Motiv, sondern das ist die Bedingung der Möglichkeit, damit es Umzu-Motive geben kann. Also damit ich unternehmerisch handeln kann, muss es sozusagen diese Idee, nicht die Idee, sondern die Codierung von Zahlen und Nichtzahlen geben. Sonst würde es das Ökonomische in dieser Form überhaupt nicht geben. Wenn wir das mal auf ein anderes System übertragen, ist das im Politischen ganz ähnlich. Also man kann ja nicht sagen, dass der Sinn des Politischen darin besteht, Macht zu bekommen. Das würden übrigens Politiker meistens auch von sich weisen. Es geht mir gar nicht um Macht. Aber am Ende geht es doch darum, dass der Mechanismus, die Macht zu haben oder nicht, darüber entscheidet, ob man in der Lage ist zu entscheiden. Deshalb ist jede Art von politischer Handlung doppelkodiert. Es geht um eine Sachebene, also das, was du Sinn nennst. Und auf der anderen Seite geht es darum, ob ich dafür Mehrheiten organisieren kann, in demokratischen Systemen, wird man sagen, in Parlamenten, oder ob ich damit Wahlen gewinnen kann, ob der Machtkreislauf entsprechend funktioniert. Und wenn das nicht der Fall ist, kann ich die beste Idee haben, aber sie wird sich politisch nicht durchsetzen können. Und das ist die Kunst des Politischen, die viele nicht verstehen, die sozusagen zum Beispiel nicht sehen, dass der politische Prozess vor allem in Demokratien fast immer aus Kompromissen besteht. Der Kompromiss ist der Mechanismus zur Herstellung von Mehrheitsfähigkeit. Ganz selten hat ein einziger Akteur die Fähigkeit, alles selbst zu entscheiden. Und selbst wenn es in parlamentarischen Demokratien so ist, dann sind es immer noch Parteien, in denen man selbst Mehrheiten bilden muss, welche Art von Entscheidungen denn eigentlich gefällt werden. Und da haben wir auch eine einfache Binarität. Es geht in der Politik immer darum, ob die Machtchancen da sind oder nicht. Und darauf können es dann unglaublich viele Programme geben. Und das ist sozusagen so ähnlich gebaut, deshalb mache ich ja die Analogie, wie die Digitaltechnik. Also man kann sagen, dass das Prinzip dieser Technik in einer elektronischen Zahnbürste so ähnlich ist wie in Erkennungssoftware für Atomraketen, die rauskriegen sollen, ob ein bestimmtes Flugmuster eigentlich bedeutet, dass das Ding bei uns einschlägt oder nicht. Sie kennen die Fälle, die es historisch dazu gegeben hat. Manche dieser Dinge funktionieren nicht und dann mussten es einzelne Soldaten machen und den Apparat ausstellen. Also das ist eigentlich das Interessante, dass diese Einfachheit der Codierung mit der Komplexität der Lösungen zusammenhängt. Und deshalb mache ich die Analogie von dieser Technik auf die Gesellschaft. Es sind nie Umzu-Motive. Also wenn das Argument wäre, Politik dient nur dazu, die Macht zu haben, koste es, was es wolle, wäre das ja reiner Zynismus. Ja? Aber das ist genau nicht damit gemeint. Das ist im Recht was Ähnliches. Im Recht geht es um eine ganz einfache Unterscheidung. Ist ein Satz rechtsfähig oder nicht? Daran hängt alles. Also, und was rechtsfähig ist, ist dann in bestimmten Praktiken sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist in den unterschiedlichen Rechtsfeldern unterschiedlich, das ist unterschiedlich in Entscheidungsebenen und das ist sozusagen dann auch ein sehr ritualisiertes Spiel, wer eigentlich Recht bekommt, aber an dieser Unterscheidung kommt man nicht vorbei. Und es ist keineswegs so, dass das eine mechanistische Beschreibung der Gesellschaft ist, sondern das ist eigentlich eine Beschreibung einer gesellschaftlichen Brutalität. Also ich benutze auch diesen Begriff, es ist brutal, wenn man auf das Ökonomische nochmal guckt, dass wir etwa negative Folgen des Ökonomischen, die es ja gibt, Ökonomie produziert immer soziale Ungleichheit, immer. Die Frage ist eigentlich, welche, wie viel, für wen und ob das aushaltbar ist und wie man dagegen steuern kann. Aber am Ende müssen sich die Dinge rechnen. Selbst in staatsmonopolkapitalistischen Systemen
oder in solchen, wie wir sie im real existiert habenden Sozialismus gesehen haben, in dem die Nichtkonvertierbarkeit der Währung die einzige Chance war, Binnenwirtschaften zu produzieren, in denen der Gewinn keine Rolle spielt, aber auf den Weltmärkten tatsächlich zu ziemlichen Verwerfungen geführt hat. Das ist eigentlich das, also das ist jetzt keine nette Diagnose und die ist auch nicht, die man so mal eben in drei Sätzen sagen kann, aber die ist radikal in der Weise, dass ich sagen würde, die Gesellschaft selber ist genauso digital gebaut wie die Digitaltechnik selbst. Und man muss sozusagen sich ein bisschen entfernen von unserem Bild von Gesellschaften, bei dem wir ja denken, das sind wir alle und wir müssen uns verständigen darüber, was das Bessere und das Schlechtere ist, sondern es ist sozusagen ein Mechanismus, der diese Binaritäten in Anspruch nimmt. Ich habe diesen Tweet gerade von diesem schrecklichen AfD-Politiker genannt oder den schrecklichen Tweet von dem schrecklichen AfD-Politiker, der natürlich nur den Sinn hat, bei einer bestimmten Klientel sozusagen Gefolgschaft zu produzieren. Nur das macht das Politische eines solchen Satzes aus. Und das gilt auch für die beiden Ausgangssätze, mit denen du die Diskussion begonnen hast. Also die werden natürlich formuliert, beides, als, wenn man die als politische Sätze ansieht, die werden für ein bestimmtes Publikum, für eine bestimmte Anschlussfähigkeit, für eine bestimmte Gruppe, für eine bestimmte soziale Gruppe, die Digitalisierung erlaubt es uns sogar für eine bestimmte statistische Gruppe, gesagt. Barack Obama hat in seiner ersten Wahlkampagne tatsächlich es geschafft, ein digitales Modell anzuwenden, wo er genau das getan hat. Er hat, es war sehr knapp und dann muss man die Ressourcen entsprechend einsetzen. Man geht hin und sagt, wenn ich nur zu den Gläubigen spreche, ist es eigentlich Quatsch. Weil die glauben ja schon. Also ich muss nicht Wahlkampf für die machen, die bereits entschieden haben, die Demokraten zu wählen. Wenn ich nur zu denen spreche, die bereits sicher sind, dass sie die Republikaner wählen, ist es auch Quatsch. Ich muss rauskriegen, wer ist eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch unentschieden. Und da hat man zum Teil mit Datensätzen versucht, statistische Gruppen zu bilden, bei denen man an bestimmten Merkmalen sehen kann, dass bei denen die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass sie unentschieden sind und die spricht man dann besonders an. Das wäre genau sozusagen im politischen Sinne die Frage, Machtchancen zu testen und die Digitalisierung erlaubt es, an Mustern festzustellen, wer eigentlich innerhalb dieses Systems noch unentschieden ist, damit ich genau diese Chance ermöglichen kann. Also deshalb behaupte ich ja auch, dass diese Digitalität tief in der Struktur der Gesellschaft selber liegt und keineswegs nur sozusagen eine Technik ist, bei der wir dann entscheiden, jetzt nehmen wir sie oder nehmen wir sie nicht, ist sie gefährlich oder nicht, oder können wir mit der Datenschutzgrundverordnung womöglich dafür sorgen, dass die Informationen in den Daten liegen, die wir ja kontrollieren können. Informationen können wir nicht kontrollieren, weil die Informationen ja nicht bei dem liegen, die die Daten produzieren, sondern die sie beobachten. Also das ist sozusagen viel, viel tiefer drin und ich würde sagen, dass deshalb diese Formen viel brutaler sind, als sie in unseren manchmal beschönigenden Diskussionen aussehen. Aber das bedeutet ja auch nur, dass letztlich unsichtbare Plausibilitäten gefunden werden können in dieser Benutzeroberfläche und dann aber auch Macht und sonstig manipulativ eingesetzt werden können. Du schreibst das, das hat mir sehr gut gefallen, anhand eines ganz persönlichen, einer persönlichen Unsichtbarkeit, die du sehr schätzt offenbar, in dem Buch über deine große Passion, die Musik. Und du schreibst, es ist zugleich großartig und demütigend, dass Musik, Streaming-Dienste und digitale Musikportale, die ich in Anspruch nehme, aus meinen früheren Käufen und wer weiß, welch sonstigen Konsuminformationen genau wissen, was ich als nächstes gekauft hätte, hätte ich es selbst gefunden. Großartig, weil es meinen Horizont erweitert hat, demütigend, weil es zeigt, wie begrenzt und erwartbar mein Horizont ist. Im Grunde genommen sind wir ja jetzt auch bei einer Unentschlossenheit, wie wir draufblicken sollen und sind jetzt wieder bei unserer Klima-Aussagen-Dichotomie. Nochmal demütigend und großartig. Ist das die Digitalisierung für dich? Ja, ja, das ist es in der Tat. Also sie ist zumindest insofern demütigend, als sie etwas einem größeren Publikum sichtbar macht, was die Sozialwissenschaften schon viel länger wissen.
Also ich habe das jetzt auf den Musikgeschmack bezogen. Wenn ich mal, ich habe das mal in einem Vortrag, ich hatte mal die Ehre, die Hegel-Lecture an der FU in Berlin halten zu dürfen. Und ich habe damit begonnen, über mich selbst zu reden. Nicht, weil ich eitel bin, das bin ich vielleicht, aber nicht, ich habe da nicht deswegen geredet, weil ich eitel bin, sondern um an meinem Beispiel darstellen zu können, worin die Demütigung liegt. Also wenn ich alleine mich selber beschreiben würde, dann ist mein Musikgeschmack, mein Kunstgeschmack, die Art und Weise, wie ich lebe, dann sind meine sozialmoralischen Überzeugungen, mein Kleidungsstil, selbst das Automobil, das ich fahre, die Produkte, die ich kaufe, die Marken, die ich plausibel finde, mein Sprachverhalten und. Also man könnte jetzt noch vieles andere nehmen. Natürlich hoch individuell, das bin ich, habe einen eigenen Namen, den so niemand hat und so weiter, eine eigene Steuernummer, die ist noch exklusiver als der Name. Aber es ist sozusagen spannend, wie erwartbar das alles ist. Natürlich mit Abweichungsmöglichkeiten, ne? Aber diese Abweichungen sind selber wiederum in einem probabilistischen Modell darstellbar. Und das ist doch sehr interessant. Die große Demütigung ist tatsächlich, dass wir aus Digitaltechnik wissen, dass wir aus sehr wenigen Informationen über jemanden sehr viel über ihn herausbekommen können. Immer probabilistisch, also im Hinblick auf Wahrscheinlichkeiten. Und das ist insofern demütigend, als wir uns ja für unverwechselbare Individuen halten, die sozusagen alle gleich nah zu Gott sind, wenn man so will, ja, zu dem Schöpfer, der uns sehr unterschiedlich auf die Welt gebracht hat. Und das hat eine lange Geschichte übrigens. Ende der 60er Jahre hat man begonnen, Wahlberichterstattung mit Statistiken zu unterlegen. Da hat man in den 60er Jahren im Fernsehen gesagt, nach der Wahl, natürlich wählt ein Arbeiter in Gelsenkirchen Bismarck die SPD. Und natürlich wählt der Bürger im Essener Süden, ich nehme jetzt die Beispiele, ich habe in Gelsenkirchen Abitur gemacht, im Essener Süden die CDU. Also nicht alle, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber man hat sozusagen dann gleichzeitig gesagt, das widerspricht doch eigentlich unserer bürgerlichen Idee, dass wir selbst entscheiden aus unserer inneren Unendlichkeit heraus. Und dann stellen wir fest, es ist ein regelmäßiges Verhalten. Selbst in so einer komplexen Gesellschaft wie dieser kann man tatsächlich Wahlvoraussagen machen, die relativ valide sind, Kaufvoraussagen machen, die relativ valide sind. Sogar in Deutschland gibt es das rechtlich noch nicht, in den USA wird solche Software verwendet, Prognosen darüber machen, ob jemand wieder straffällig wird oder nicht. Man hält dann die Algorithmen für rassistisch und nicht die Struktur der Gesellschaft, in der natürlich die Wahrscheinlichkeit in bestimmten Gruppen dann einfach größer ist. So, und das ist das Demütigende. Aber es ist eben auch großartig, weil es uns natürlich Tools in die Hand gibt, mit denen man eine ganze Menge machen kann. Also ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass vieles von dem, was wir in der Forschung machen können, auf solchen Dingen basiert, die sehr positive Wirkungen haben können. Ich meine, alle reden über den Klimawandel. Wenn man mit den Experten redet, würden die immer sagen, ohne Mustererkennungsformen über Klimaprofile von Alltagshandeln werden wir sowas wie Energiesparen in dieser Form nicht hinkriegen. Oder denken Sie an medizinische Forschung, bei dem wir heute eben nicht mehr in der Diabetesforschung nur den Zusammenhang von Kohlenhydraten und Blutzuckerspiegel messen, sondern das matchen können mit Daten, die wir über das private Verhalten, das Alltagsverhalten von Menschen herausbekommen und dann auf Antworten kommen, deren Fragen wir ohne diese Datenverarbeitung gar nicht stellen konnten. Deshalb großartig, aber natürlich auch tatsächlich in einer bestimmten Art und Weise demütigend und natürlich bedrohlich, weil wir wissen, dass es Akteure gibt, die über uns bisweilen mehr wissen als wir selbst. Also der Akteur war früher Gott, jetzt ist es ein Algorithmus. Aber das würde ja bedeuten, dass wir im Prinzip eine Menge von geheimen Drehbüchern haben im gesellschaftlichen Diskurs, die wir zum Teil gar nicht kennen, weil du schreibst ja auch, dass sozusagen du über die Digitalisierung die Dinge, die analog nicht sichtbar sind, sichtbar werden können. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal so ein geheimes Drehbuch dieser Tage anschauen, mit Erdogan und dem Einmarsch jetzt in Nordsyrien. Man kann eigentlich im Prinzip fast schon jeden Schritt voraus planen, weil die Aussage von Erdogan gestern, sozusagen die Drohgebärde, dann die Millionen Flüchtlinge nach Europa zu schicken, fast schon eine Folge ist dessen, dass aufgrund des Einmarsches ein großer humanitärer und auch nachvollziehbar verständliche Kritik
aus Europa kommt an diesem Einmarsch. Das heißt, wir haben dann doch eigentlich nicht nur unsichtbare Drehbücher, sondern wir können deren Plausibilitäten eigentlich schon erkennen und Abläufe eigentlich, selbst wenn sie so erratisch wie von Donald Trump sind, in gewisser Weise vorhersagen. Ja, wenn nicht genau vorhersagen, so zumindest die Wahrscheinlichkeiten ziemlich genau bestimmen. Also Sozialwissenschaften sind wirklich eine schlimme Wissenschaften, also weil sie tatsächlich mit vielem, was wir sozusagen als Alltagsselbstbeschreibung brauchen, um zu überleben, doch durchaus ziemlich in Frage stellen. Und wir beide haben ja mal ein Buch geschrieben, das hieß Deutschland, ein Drehbuch, in dem wir tatsächlich an bestimmten Diskursen versucht haben, genau das, wie du es gerade angedeutet hast, zu rekonstruieren, wie erwartbar die unterschiedlichen Spieler in solchen Konfliktsituationen in der öffentlichen Diskussion ihre Redebeiträge produzieren. Also erwartbar heißt, es scheint sowas wie verteilte Rollen zu geben, ohne dass es ein Skript dafür gibt, ohne dass es einen Regisseur gibt, ohne dass es irgendwie dunkle Mächte gibt, die als Verschwörungstheorie das alles angeordnet haben, sondern die Gesellschaft scheint selbst, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff, Muster zu kennen, zu denen wir übrigens auch gehören. Es ist ja kein Wunder, dass es ausgerechnet Sozialwissenschaften sind, die sowas sehen können. Es gibt auch viele Sozialwissenschaften, die das nicht sehen kann, aber zumindest die Potenziale sind da, und das ist auch eine Rolle, die wir haben. Sowas kann man nämlich nur machen, wenn man also in Berufen sich bewegt, in denen man diese Entscheidungen nicht treffen muss. Das ist ganz spannend zu sehen. Also ein Politiker könnte keinen Wahlkampf mit der Diagnose machen. Also man kann sich nicht auf den Marktplatz stellen und sagen, meine Damen und Herren, wir spielen alle ziemlich deutliche Rollen. Ich weiß genau, auf welchen Satz Sie klatschen werden und welchen Satz Sie buhen werden. Deshalb sage ich jetzt den, auf den Sie klatschen werden. Das ist, glaube ich, dysfunktional, wenn man das ausprobieren würde. Aber man hätte gewissermaßen die Wahrheit doch schon einigermaßen hinter sich. Und trotzdem, das ist jetzt wichtig zu sagen, ist es keine zynische Beschreibung. Das Interessante an Gesellschaften sind die Möglichkeiten der Abweichung. Also wo ist jemand dann doch so schlau und kriegt es hin, so ein Muster zu durchbrechen? Oder Muster in Anspruch zu nehmen, um bestimmte Dinge zu verändern. Ich habe das gerade bei Obama gesagt, dass er durchaus das ja verwenden kann, um seine Machtchancen zu testen und eine bestimmte Art von Politik, die er für richtig und gut hält, entsprechend durchsetzen zu können. Und es nützt uns in pädagogischen Zusammenhängen, wird das gut erforscht, also in so sozialpsychologischen Geschichten, auf welche Reaktionen von Lehrpersonal reagieren Kinder und Jugendliche eigentlich. Das kann man mit so Mustererkennungsgeschichten tatsächlich zum Teil besser rauskriegen, als über so eine einfühlende Form der Hermeneutik, bei der wir eigentlich mehr unsere eigenen Vorurteile pflegen, als das, was wir da sehen können. Und das ist sozusagen eine sehr kalte Beschreibung der Gesellschaft, und ich finde, sie kann gar nicht kalt genug sein, um rauszukriegen, wie das tatsächlich funktioniert. Und kalte Beschreibungen sind ja in Zeiten des Klimawandels vielleicht auch gar nicht schlecht. Na gut, das nehme ich zurück. Nichtsdestotrotz werden wir auf den Satz von Erdogan dann doch keinen Satz mehr antworten können. Und wir werden auf das Erratische von Donald Trump am Ende halt, so wie es im Moment in den Medien passiert, mit Kopfschütteln, mit Diffamierung. Also es ist ja relativ leicht, das so zu bewerten und ihn als irgendeinen Idioten hinzustellen und so weiter. Aber wenn ich sozusagen in deiner digitalen oder digitalisierten Ausdifferungstechnik bleibe, dann spielen diese Leute doch im Prinzip genau mit dieser Technik. Ja, sie spielen mit der Technik, aber sie spielen sozusagen mit den Möglichkeiten, die genau diese Technik bietet. Also wenn man das in den USA anguckt, ich bin da kein Experte, aber wenn man sich das anguckt, ist ja am interessantesten, wie eigentlich republikanische Politiker jetzt auf die Entscheidungen von Trump reagieren. Und man sieht ja, dass die sich jetzt langsam aus der Deckung herausbewegen. Also es gab zunächst mal ein großes Schweigen, oder es haben nur die geredet, die für Trump geredet haben. Und
Es bleibt innerhalb der Logik zu gucken, es probiert mal einer einen kritischen Satz aus und wenn so ein kritischer Satz mal funktioniert, dann wird es noch einen zweiten kritischen Satz geben und wenn der auch funktioniert, wird jemand sagen, das habe ich immer schon so gemeint und das, was ich früher gesagt habe, ist eigentlich so zu verstehen, dass es eine Kritik an Donald Trump war. Das sind ja quasi die Logiken, die wir da tatsächlich entsprechend beobachten können. Das heißt nicht, dass wir jetzt wissen, wie das ausgeht, ob die Republikaner jetzt wirklich einem Impeachment zustimmen oder nicht, das weiß kein Mensch, aber es ist doch sehr spannend, dass auch selbst diese Formen dann der Abweichung einer bestimmten Logik folgen, weil man innerparteiliche und über die Partei hinausgehende Machtchancen testen muss. Das ist sozusagen genau der Versuch, an dem man das macht. Es gibt die Frage der ökonomischen Entscheidung dafür, ist man selber der Erste, der eine neue Technologie ausprobiert oder wartet man, bis drei andere daran gescheitert sind, um daran zu lernen, das vielleicht besser zu machen. Das sind ja die Entscheidungen, die man unternehmerisch zum Beispiel manchmal treffen muss. Und diese Entscheidungen bewegen sich innerhalb der Logik sozusagen dessen, was ich diese Binaritäten vorhin genannt habe. Und auch da würde ich sagen, das ist natürlich ein metaphorischer Begriff des Digitalen, aber diese einfachen Unterscheidungen sind Muster, die so ähnlich aussehen wie das, was die Digitaltechnik selbst macht. Darf ich dich zum Abschluss, bevor das Publikum dir dann auch natürlich Fragen stellen kann, noch mit einem Beispiel, was immer sehr gerne jetzt in der Ökonomie, wir haben ja eine geradezu explosive Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Und ich würde dich gerne mal konfrontieren mit einem ganz einfachen Beispiel, nämlich einer Waschmaschine. Eine Waschmaschine hat man früher gekauft, dann hat man die genutzt, dann war irgendwann der Verschleiß und dann war die Waschmaschine kaputt. Dann ging man ins Geschäft und kaufte sich eine neue. Im digitalen Business würde man das nicht mehr tun, sondern man würde dir die Waschmaschine schenken und würde über die Maschine eine Menge an Daten, die an einen Host geliefert werden und das Geld würde man verdienen im Sinne als Dienstleister und Servicebegleiter. Man würde dir Waschmittel liefern, man würde dir sozusagen den Produktlebenszyklus verkaufen als Dienstleistung. Man nennt es dann heutzutage Omnichannel-Business, du wirst sozusagen versorgt auf verschiedenen Business-Kanälen. Die Verbraucher geben halt die Daten und sie erhalten im Gegenzug Serviceaufträge, aber ohne das Produkt kaufen zu müssen. Passt das, so mal ganz analog gesprochen, das zu deiner Mustertheorie? Ich glaube schon. Ja. Also zunächst mal könnte man das ja auch ohne das erklären. Ne? Man könnte sagen, es entstehen jetzt technische Möglichkeiten, die da sind. Und die technischen Möglichkeiten sind ja tatsächlich die, so etwas wie eine Gesamtsteuerung von Prozessen zu organisieren. Also das Tolle an solchen Formen von Ökonomie ist ja keineswegs dieses Modell. Also man hätte wahrscheinlich früher auch schon mal so eine Waschmaschine leasen können und hätte gesagt, wir haben auch noch so ein Teilunternehmen, das dir auch die Unterhosen verkauft, die du mit der Waschmaschine waschen kannst. Gab es aber nicht. Genau, das gab es, aber hätte man eigentlich machen können. Aber der Aufwand wäre viel zu groß gewesen. Der Aufwand ist jetzt sehr klein. Und der ist deshalb so klein, weil man in der Lage ist, die Teilprozesse so zu verdoppeln in Daten, dass man sie miteinander matchen kann. Das heißt, wir erleben doch, dass ein neuer Typus von Unternehmen entsteht. Das Unternehmen, das das macht, wird wahrscheinlich selbst keine einzige Waschmaschine besitzen, sondern es wird vermitteln, dass ein Waschmaschinenhersteller diese Waschmaschine liefert und die Bezahlung der ganzen Geschichte wird über das Unternehmen geleistet. Das heißt, es entsteht durch die Digitalisierung ein völlig neuer Typus von Akteur. Also schön kann man das ja daran erkennen, wie diese Akteure, die südlich von San Francisco an der Börse in Milliardenhöhe Werte haben, keine materiellen Werte besitzen. Also ein bisschen schon, die haben so einen Server und irgendwie ein Helpdesk am Anfang, also ein Gebäude, ja, das ist klar. Aber wenn man das Facebook-Gebäude mal gesehen hat, dann das ist relativ bescheiden. Ja, also ich bin mal drin gewesen. Es ist wirklich bescheiden. Aber es ist sozusagen ein Weltkonzern, weil die Währung inzwischen
Erstens sind es die Daten und zweitens ist es die Möglichkeit, über diese Daten zu verfügen und sie entsprechend zu matchen. Und in so entstehen natürlich Geschäftsmodelle, die aufgrund einer bestimmten Technik entstehen. Ein Marxist würde sagen, das ist die Entwicklung der Produktivkräfte, die natürlich ganz unterschiedliche Produktionsverhältnisse produziert. Und das ist eigentlich ziemlich richtig beschrieben. Man kann so etwas dann damit machen. Und dann, das hat ja auch noch Folgen für die anderen. Das hat zum Beispiel Folgen für diejenigen, die die Waschmaschine herstellen, die mit dem Endverbraucher dann nichts mehr zu tun haben, sondern wie sind eigentlich die Besitzverhältnisse an der Waschmaschine im Hinblick auf denjenigen, der das Ganze vermittelt. Wahrscheinlich wird der Besitz, das Eigentum an der Waschmaschine immer noch bei dem liegen, der das geliefert hat, und es wird nur über Vermittlungsgebühren gemacht. Und das ist sozusagen der alte Hut eigentlich in der Wirtschaftsentwicklung, dass man sagen muss, dass die Steuerungskompetenz eben darin liegt, wer über was verfügen kann. Vor einiger Zeit waren das noch Rohstoffe, waren das noch Anlagen und Ähnliches. Jetzt ist es tatsächlich die Verbindungsfähigkeit von Daten. Naja, bei uns wird gerade in Hamburg neben unserem Verlagshaus die europäische Facebook-Zentrale neu gebaut. Und was uns auffällt, der Bau war relativ schnell fertig, aber jetzt die sozusagen Ausstattung des Baus zieht sich schon über ein Jahr hin und wir rätseln alle, was die da reinbauen. Aber kommen wir zum Publikumsgespräch. Ja, ich habe das Beispiel mit der Waschmaschine jetzt am Ende sozusagen mit Absicht eingeführt, weil Sie sehen, Sie können hier in 6 Minuten von Erdogan bis zu einer Waschmaschine reden. Also zögern Sie nicht, Sie können hier alle Themen einbringen. Wer will Herrn Nasi hier in der Mitte die erste etwas erläutern? Etwas erläutern? Wollen Sie immer noch? Oder eine Frage stellen. Sie dürfen auch eine Frage stellen. Also erläutern kann ich nicht, ich kann nur eine Frage stellen. Sie haben von Kommunikation als der Grundlage der Gesellschaft gesprochen. Sie haben auch gesprochen, dass die Kohäsion in der Gesellschaft weniger ist oder dass wir jetzt feststellen, es gibt weniger Kohäsion, als das, was wir früher annehmen konnten. Meine Frage ist, wohin geht eigentlich die Gesellschaft ohne Kohäsion und ohne Kommunikation? Löst sich die Gesellschaft auf? Also einfach gibt es ja nicht mehr die klassische Agora oder der Marktplatz, wo sich die Leute treffen, wo man sich austauschen kann, wo dann auch Gesellschaft stattfindet, sondern man kann ja eigentlich sein Leben heute auf dem Sofa verbringen bis zum Tod. Man kann alles bestellen, man kann alles sich bringen lassen, man kann eigentlich sich nicht mehr bewegen, eigentlich auch nicht mehr mit anderen kommunizieren. Das wäre ja das Ende der Gesellschaft. Ja, das mit der Kommunikation lasse ich zunächst mal weg. Ich würde gern über Kohäsion reden. Ich würde ja nicht behaupten, dass es keine Kohäsion gibt. Also zu Ihnen habe ich zum Beispiel weniger Kohäsion als zu Menschen, die ich gut kenne, die ich jeden Tag sehe. Natürlich besteht diese Gesellschaft aus unterschiedlichen Kohäsionsräumen. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, ob die Gesellschaft selber auf Kohäsionen aufgebaut ist. Und wir haben in der Geschichte der modernen Gesellschaft eigentlich immer das Problem gehabt, dass diese Gesellschaft so komplex geworden ist, dass die unterschiedlichen Prozesse in ihr, sagen wir mal, von Entkoppelung geprägt waren. Entkoppelung heißt, es gibt sozusagen nicht so etwas wie einen Gesamtsinn, der die Gesellschaft zusammenhält. Und deshalb haben wir versucht, diese Formen von großer Kohäsion zu simulieren. Die genialste Erfindung ist wahrscheinlich der Nationalstaat gewesen. Der Nationalstaat war in der Lage, so etwas wie Hauke Brunkhorst hat das, glaube ich, das stammt von ihm, dieser Begriff Solidarität unter Fremden herzustellen. Vielleicht ist eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften, die wir kennen, dass es Anspruchsberechtigungen an einen Staat gibt für Menschen, die zum Beispiel bestimmte Bedarfe oder Bedürfnisse haben, die für ihre Daseinsvorsorge etwas brauchen, die aus Bezügen herausgefallen sind, ohne dass man dafür die Kohäsion von Dankespflichten braucht. Das ist eine interessante Herstellung von Kohäsion. Also eine Kohäsion, die über Rechtsansprüche und gleichzeitig die politische Herstellung einer Kollektivität von Fremden. Also fremd heißt, wir sind nicht Brüder und Schwestern, sondern Bürgerinnen und Bürger eines Staates. Das hat eine Zeit lang in modernen Gesellschaften ziemlich gut funktioniert und hat in Krisensituationen diese Form der Kohäsion manchmal so übertrieben, dass das vor allem eine Kohäsionsform war, die für die Ausgrenzung bestimmter Gruppen gesorgt hat. Und in dieser Dialektik haben sich moderne Gesellschaften immer bewegt.
Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, dass diese Kohäsionen Gesellschaften zusammenhalten. Gesellschaften werden eigentlich durch ganz wenig nur zusammengehalten, durch Praktiken, die irgendwie funktionieren. Und es hat einen großen zivilisatorischen Wert, dass die wichtigsten Praktiken sich teilweise voneinander emanzipieren können. Leider Gottes erleben wir zurzeit, dass diese Form der Emanzipation der unterschiedlichen Praktiken, im politischen Bereich würden wir vielleicht von Gewaltenteilung reden, das ist eine schöne Metapher, die man auf die gesamte Gesellschaft anwenden kann, inzwischen dafür sorgt, dass wir bestimmte Probleme nicht mehr lösen können. Also wenn Sie an das Klimawandelproblem denken, dann selbst wenn wir einen Konsens darüber hätten, was genau getan werden muss, sind wir sehr, sehr schwer in der Lage, das tatsächlich auch in der Gesellschaft durchzusetzen. Weil jemand, der die Dinge politisch durchsetzen will, nur das politisch durchsetzen kann, womit er wählbar bleibt. Jemand, der Produkte auf einen Markt bringen will, die womöglich weniger CO2-Produktion produzieren, muss das auf einem Markt darstellen können, sonst funktioniert das nicht. Man kann gute unternehmerische Entscheidungen treffen, um das darstellbar zu machen, aber das ist ein ziemliches Problem. Und Sie sehen, die Herausforderung ist gar nicht die Kohäsion, sondern die Herausforderung ist, ob die einzelnen Akteure mit ihren jeweiligen Bordmitteln in der Lage sind, sozusagen so weiterzumachen, dass sich die große Frage der Kohäsion gar nicht stellt. Dass unsere Kohäsion vor allem auf, man könnte sagen, Distanz aufgebaut ist, kann man sehr schön an großstädtischem Verhalten sehen. Wenn Sie über den Marienplatz gehen, begegnen Sie fast nur Fremden. Und ich meine damit jetzt nicht britische oder japanische Touristen, sondern ich meine damit unser Eins. Also Fremde heißt, ich kann deren Verhalten einschätzen, ohne dass ich die Leute kennen muss, ohne dass ich besondere Informationen über sie brauche. Die Kameras, die da sind, die uns beobachten, die haben mehr Informationen als die Akteure, die dort laufen. Und Gesellschaften sind immer dann besonders friedlich, wenn sie diese Form sozusagen der, also intern friedlich, wenn sie diese Form der Handlungskoordination mit möglichst wenig Zumutung an die einzelnen Personen organisieren können. Das ist eigentlich das Bild von Urbanität, das wir haben. Toleranz bei gleichzeitiger Indifferenz. In Krisensituationen wollen wir genau wissen, was der andere tut. Und in diesen Krisensituationen übertreiben wir hier die Kohäsionskräfte. Wenn ich den Satz noch sagen darf, und ich habe das vorhin gesagt, in unserem Milieu der gebildete Mittelschichtsmensch, der lange Sätze bilden kann, der gerne vor einem weißen Blatt Papier steht und sich die Welt so ausdenkt, wie er sie gerne hätte, Bourdieu hat solche Dinge beschrieben, ist sehr daran gewöhnt, so etwas wie kohäsive Bilder zu malen und glaubt, dass er gewissermaßen über die Solidarität unter Leuten, die eigentlich distanziert sind, sowas wie soziale Ordnung herstellt. Das ist eine sehr, sehr milieuspezifische Beschreibung von Gesellschaften. Ich neige eher dazu, Indifferenz stark zu machen. Und das können Sie, glaube ich, sehr schön als Indikator verwenden. Wann halten wir die Indifferenz aus, ohne dass diejenigen, die Unterstützung, Hilfe und Ähnliches brauchen, durch das Raster fallen? Also eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften ist Anspruchsberechtigung ohne Dankespflicht. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und daran kann man manches erkennen, dass das mit Globalisierungsgeschichten, mit der Erfahrung der unglaublichen Komplexität der Welt und Ähnlichem zum Teil in Konflikt gerät. Das erleben wir ja zurzeit, weswegen es Kulturkämpfe darüber gibt, welche Art von Kohäsion wir eigentlich meinen. Und die alte Bundesrepublik ist wahrscheinlich sowas wie so ein Paradies, an das man sich gerne erinnert, das mit relativ wenig kommunikativer Energie im Hinblick auf die kollektive Kohäsion ausgekommen ist, aber mit Praktiken, die relativ gut funktioniert haben. Die Krisensituationen fast überall zurzeit in den USA, in vielen europäischen Staaten, gehen sozusagen eher in die Richtung, so etwas wie eine Simulation von Kohäsion herzustellen und zu glauben, dass man damit die Probleme lösen kann. Wir nennen das Rechtspopulismus. Ob das ein glücklicher Begriff dafür ist, das weiß ich gar nicht. Obwohl man ja gleichzeitig sagen muss, was Sie vorher gesagt haben, dass in dem Erdogan-Zitat im infiniten Regress die Endstufe erreicht ist. Weil darauf ja letztlich ein Nichtverstehen und eine Entscheidungslosigkeit folgt. Naja, in dieser Erdogan-Geschichte würde ich ja sagen, der spielt gewissermaßen mit den
mit den Kohäsionskonflikten, die wir in Europa haben. Also Erdogan droht ja ganz offen damit, ich schicke euch die ganzen Leute, die da jetzt abhauen müssen, und dann werdet ihr in Europa mal ganz hübsch sehen, wie ihr eigentlich eure zivilisatorischen Geschichten weiter bearbeiten könnt. Also meine, das Schlimme ist ja, dass die Doofen nicht doof sind. Das wäre so toll. Sind sie aber nicht, ja? Sondern die wissen genau, was sie tun. Und auch Donald Trump, würde ich sagen, weiß in vielerlei Hinsicht ziemlich genau, was er tut. Und das sind sozusagen Strategien, die genau innerhalb der Logik dieser politischen Geschichten stehen. Das ist ja das Spannende. Also wenn man AfD-Politiker manchmal reden hört, sagen die, also das größte Gottesgeschenk, das wir bekommen haben, ist die Flüchtlingskrise. Wenn es die nicht gegeben hätte, wären die wahrscheinlich selbst nach Syrien gefahren, hätten die Leute hier hingetrieben. Sorry, wenn ich das so zynisch sage, ja. Zu eurer rechten, ganz extrem rechten Seite, was überhaupt nichts sagen soll. Voilà. Vielen Dank. Ich habe eine historische, vielleicht sogar zwei historische Fragen. Wenn Sie sagen, dass die Gesellschaft so digital gebaut ist wie die Digitaltechnik selber, gilt das dann speziell für eine heutige Gesellschaft, die Sie womöglich als Digitalgesellschaft bezeichnen, ist oder eher für die, also Luhmann wurde ja zitiert, eine funktional differenzierte moderne Gesellschaft. Leben wir noch in dieser oder leben wir bereits in einer anderen Digitalisierung? Oder gilt es für jede Form von Sozialität, egal in welchem historischen Stadium? Und da könnte man die Frage vielleicht anschließen, ist nicht die Gefahr bei den Beschreibungen, wobei ich nicht das Buch gelesen habe, ich lebe jetzt nur von dem Gehörten, dass es doch zu metaphorisch ist, dass Sie halt die zeitgenössische Technik jetzt als eine also ja durchaus erhellende Metaphorik nutzen, so wie in vergangenen Zeiten halt jeweils die aktuelle Technologie oder das Körperbild oder das Uhrwerk oder was auch immer als die Metapher nützlich gemacht wurde und ja auch wirklich nützlich war, um Gesellschaft zu beschreiben. Ja, wunderbare Fragen. Sie haben recht, also ich beziehe mich natürlich auf die Theorie funktionaler Differenzierung und ich beziehe das auf moderne Gesellschaft, in der Tat. Also es ist nicht Sozialität schlechthin, dann würde mein ganzes Argument ja eigentlich in sich implodieren, wenn es das wäre, sondern, und das möge der liebe Gott verhüten, das Argument ist genau das zu sagen, dass die Digitaltechnik, ob das stimmt, darüber kann man ja noch reden, aber das Argument funktioniert so, dass die Digitaltechnik nicht aus Zufall an einer modernen Gesellschaft andockt, weil sie bereits bevor es diese Technik gab, mit dem Problem zu tun habe, mit abstrakten Mustern zu tun zu haben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sich sozusagen Funktionssysteme herausbilden, deren mögliche historische Varianz, die wir ja haben, also Politik ist nicht immer in der gleichen Art und Weise gebaut, wie wir sie in dem klassischen lehrbuchfähigen Nationalstaat westlicher Prägung kennen. Er ist aber immer auf diese Binarität von Machtchancen aufgebaut. Zumindest behauptet das diese Art von Theorie. Und insofern erlaube ich mir tatsächlich, das ist Ihre zweite Frage, diese Metaphorik, die nicht nur eine Metaphorik im Hinblick auf semantische Ähnlichkeiten ist, sondern das ist eine Metaphorik im Hinblick auf Funktionalitäten. Also ich bin ein Funktionalist und der Funktionalist fragt sich immer, für welches Problem ist eine Lösung eine Lösung? Und die einfache Strukturierung ist die Lösung für das Problem hoher Komplexität. Diese hohe Komplexität dieser Gesellschaft ist nur möglich, weil die Grundordnung dieser Gesellschaft unfassbar brutal, simpel und ich würde sogar sagen im Moment unhintergehbar gebaut ist. Das wäre die Antwort auf Ihre dritte Frage. Es ist hoch umstritten innerhalb der systemtheoretischen Soziologie, leben wir noch in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Es gibt Leute, die sagen, wir leben inzwischen in einer Netzwerkgesellschaft, die nicht mehr funktional differenziert ist. Ich neige dazu, das für falsch zu halten, weil diese Netzwerke ja genau darauf basieren, dass diese Stabilität dieser unterschiedlichen Funktionen offenbar da ist. Ich würde ganz umgekehrt noch viel stärker argumentieren und sagen, dass wir in einer funktional differenzierten Gesellschaft leben, wird uns womöglich jetzt erst in seiner ganzen Brutalität sichtbar, weil die nationalstaatlichen Modelle, als sie sozusagen noch so funktioniert haben, dass man so tun konnte, als sei Nationalstaat und gesellschaftlich begrifflich dasselbe, haben ja so getan, als gäbe es so eine koordinierende Instanz von allem. Zum Beispiel halten ja viele Leute das politische System für das Zentrum der Gesellschaft.
Das ist ein großer Denkfehler, wie ich finde, der nichts mit einer Abwertung des Politischen zu tun hat, aber viele der Formen, was Politik erreichen kann und nicht erreichen kann, womöglich empirisch beschreibbar macht. Das ist sozusagen mein Interpretationsangebot. Man müsste jetzt tatsächlich in Forschung übergehen, was ich zurzeit mache, ich schreibe einen großen DFG-Antrag dazu, indem man tatsächlich einerseits an diese Binaritäten rangeht, noch viel stärker sich anguckt, welchen Beitrag eigentlich Digitaltechniken als Kommunikationspartner oder als zurechnungsfähige Formen in Entscheidungsalgorithmen eigentlich in Anspruch genommen werden in den unterschiedlichen Funktionssystemen. Meine Hypothese ist, dass diese Techniken natürlich in der Lage sind, gewissermaßen das Verhältnis dieser Systeme auf eine neue Basis zu stellen. Wenn ich einen normativen Satz sagen darf, wenn man sich heute die Frage stellt, was gelungene Vergesellschaftung wäre, das ist natürlich ein schwammiger Begriff, dann würde ich sagen, lass uns doch mal die Industriegesellschaft angucken, unter welchen Bedingungen es ihr gelungen ist, eine wenigstens Teilkoordination dieser unterschiedlichen Zentripetalkräfte der Gesellschaft zu erreichen. Unter den jetzigen Bedingungen müsste man sich fragen, wie kann man heute eigentlich die ökonomische Dynamik, die politische Dynamik, die wissenschaftliche Dynamik, die mediale Dynamik, die eine immer größere Rolle spielt, so aufeinander beziehen, dass stärkere Erwartbarkeiten entstehen, als wir das heute erleben. Das wäre sozusagen das, was im Aufgabenheft steht, was in diesem Buch noch nicht gelöst ist. Und das kennt man ja aus den Fortsetzungsgeschichten in der Zeitung. Man muss dann auch die morgige Ausgabe kaufen. Übersetzt würde das bedeuten, für die ersten beiden Fragen würde ich Ihnen, obwohl nicht in einer Geschäftsbeziehung mit dem C.A. Beck Verlag stehend, den Kauf des Buches Muster empfehlen. Für die dritte jedoch würde ich Ihnen ein Buch empfehlen von Armin Nasee aus unserem Verlag, Die letzte Stunde der Wahrheit. Da hat er sich nämlich sehr ausführlich mit dem letzten beschäftigt. Wenn diese Eigenwerbung gestattet ist, lieber absolut, Stefan. Sei euch gegönnt. Oder, Jonathan? Ja, wunderbar. Ich habe hier in der Mitte die nächste Frage für euch. Ich würde vorschlagen, dass ich dann noch eine Frage aus der Galerie zulasse. Also Sie haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, ich komme gleich rauf mit dem Mikrofon. Als abschließende Frage, eine aus dem Himmel sozusagen. Ja, Sie hatten ja vorhin beschrieben, dass das Binäre und das Digitale in der Gesellschaft schon vorhanden ist und haben über Algorithmen gesprochen und sind ja eingestiegen mit dem Satz über den Datensatz zum Klimaschutz. Und was ich mich frage ist, die Probleme, die in der analogen Welt da sind, werden ja in der digitalen Welt verstetigt, weil diejenigen, die diese Algorithmen ja produzieren oder herstellen, sind ja auch in einer bestimmten Denkstruktur gefangen. Und wenn ich jetzt mal ganz banal davon ausgehe, da sitzen einfach viele ITler und sehr viele männliche ITler, die diese Algorithmen produzieren, und haben wir damit nicht noch eine stärkere Reduzierung eigentlich oder wie soll ich sagen, Verdichtung auf das, was wir sowieso schon haben, noch eine viel, ja, genau. Also die Frage ist, kann es eine Algorithma geben? Aber jetzt ernsthaft beantwortet, also wenn ich jetzt Ihre Bemerkung mal übersetze auf ein ganz konkretes Problem. Ich habe vorhin die Software genannt, die man etwa im amerikanischen Rechtssystem, zum Teil im Strafrecht schon verwendet und Prognosen darüber macht, wer wohl wieder straffällig wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Was oftmals bei Entscheidungen, ob Strafen zur Bewährung ausgesetzt werden oder nicht, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Interessanterweise machen wir sowas, also wir meine ich jetzt die juristischen Instanzen, ja jetzt schon. Wir gucken uns die Person an und versuchen einzuschätzen, und wir haben immer einen Bias, der ja unvermeidlich ist, weil wir mit einem bestimmten Blick gucken. Und Sie haben auch völlig recht, es macht durchaus einen Unterschied, wer da guckt. Das lässt sich nicht eindeutig rationalisieren, wenn man so will. Jetzt ist ja das Vorurteil über den Algorithmus, als sei der Algorithmus etwas, was mit den Unterscheidungen, die in der Welt da sind, gar nichts zu tun, sondern er würde objektive Daten produzieren. Kann er ja nicht. Wo soll er die eigentlich herbekommen? Der Algorithmus wird gefüttert mit den Daten, die Gesellschaft schon hergibt, die bereits einen Bias haben, und zwar den gleichen Bias wie die Gesellschaft auch. Insofern haben wir ein interessantes Problem von Erwartungskonflikten.
Der Erwartungskonflikt lautet so: Wir haben jetzt hier Leute, die entscheiden mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer beruflichen Erfahrung, mit ihrem juristischen Sachverstand und sehen, dass sie zum Teil gebiased entscheiden. Jetzt technisieren wir das Ganze, um das auf eine genauere Basis zu stellen, müssen dabei aber feststellen, dass das Gleiche sich wiederholen muss. Die Hoffnung ist, dass man womöglich mehrere Informationen bekommt, um gerechter entscheiden zu können. Der Bias selbst verschwindet nicht. Wer das von einem Algorithmus erwarten würde, hätte gar nicht verstanden, was ein Algorithmus ist. Und also in dem Buch kommt übrigens vieles dazu vor, darüber haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen, was eigentlich Algorithmen sind, was künstliche Intelligenz von natürlicher Intelligenz unterscheidet. Der große Unterschied ist vor allem der, dass Algorithmen ja nichts anderes sind als, man könnte sagen, Abarbeitungslisten in Konditionalprogrammen. Mehr ist es nicht. Die interessante Frage ist, wie komplex sind die Konditionalprogramme? Je komplexer sie sind, umso mehr sieht es aus, als würde der Algorithmus etwas tun und nicht nur etwas abarbeiten. Und aus dieser Falle kommen wir nicht raus. Insofern würde ich Ihre erste Bemerkung sehr, sehr wichtig nehmen. Sie haben die Unterscheidung von analogen und digitalen Welten gemacht. Die Unterscheidung ist längst implodiert. Die gibt es überhaupt nicht, weil sozusagen all das, was wir inzwischen von Apparaten verlangen, nicht nur Folgen in der analogen Welt hat, sondern in Kommunikationsprozesse damit eingelassen ist. Also das ist ja das Tolle im Alltag, dass wir Technik, die funktioniert, nicht wahrnehmen. Der Soziologe würde sagen, die Funktion des Technischen ist das Funktionieren. Wir finden Technik dann plausibel, wenn wir uns nicht mit der Technik beschäftigen müssen, sondern wenn sie funktioniert. Also das ist das Tolle an einem Schalter, dass ich den Schalter nicht überreden muss. Du Schalter, mach doch bitte das Licht an. Ich fände es total super. Wir kennen uns doch schon so lange. Und der Schalter sagt niemals, jetzt bleib doch mal im Dunkeln, dann sieht man dich wenigstens nicht. Das würde eine Person sagen, die am Schalter sitzt, aber das würde der Schalter nicht sagen. Und die Technik korrumpiert uns eigentlich, weil sie das Funktionieren auf Dauer stellt und indem sie das tut, sind wir eigentlich nicht mehr in der Lage, die Technik als etwas anzusehen, was sie wirklich tut. Und insofern ist die Unterscheidung von analog und digital eigentlich eine künstliche Unterscheidung geworden. Und das muss man, glaube ich, ganz wichtig nehmen. Die gleiche Diskussion, ich höre schon gleich auf damit, aber die gleiche Diskussion hat man in der Lesegesellschaft auch geführt. Man hat im 18. Jahrhundert Frauen geraten, nicht so viel Liebesromane zu lesen, weil in diesen Büchern Männer vorkamen, die so toll waren, wie es sie in der Wirklichkeit nicht gab. Das würde sie eigentlich nur verunsichern. Das habe ich nicht erfunden, das gab es tatsächlich. Und das ist ja auch ein Hinweis darauf, aus dieser digitalen Welt der Bücher falsche Schlüsse auf die analoge Welt zu ziehen. Und wir wissen aber, dass unsere normativen Vorstellungen über alles Mögliche, auch über das, was Paarbeziehungen angeht, sehr stark aus solchen Geschichten stammen. Damals waren es Bücher, heute sind es vielleicht Netflix-Serien oder Fernsehserien oder Ähnliches, aus denen wir gelungene Formen von was weiß ich, Anbahnung von Sexualkontakten oder intakter Familien oder Familienkonflikten kennen. Und wir sehen, dass eigentlich die Welt vorher auch schon viel Digitales kannte, weil wir ja wissen, dass die Schrift selbst nicht das ist, wofür sie steht. Wunderbar, ich wurde doppelt erhört, eine weibliche Stimme aus dem Himmel. Guten Abend, eine Frage zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich Ihre These richtig verstehe und als Naturwissenschaftlerin das fasse, ist Digitalisierung quasi eine notwendige Bedingung in der heutigen Gesellschaft. Wenn wir dann in die Zukunft blicken, vom heutigen Zeitpunkt aus, was ist dann nach Ihrer Meinung nach wohin wird die Digitalisierung dann die Gesellschaft führen? Naja, also wenn ich das wüsste, dann hätte man vielleicht in Schweden schon an mich gedacht. Das wissen wir natürlich nicht. Also vielleicht zunächst mal ein kleiner Hinweis. Also ich würde nicht von einer Notwendigkeit sprechen. Ja? Ich würde von einer funktionalen Plausibilität sprechen. Das heißt, also ich gucke mir das an und frage, was macht die Sache eigentlich so plausibel? Aber das ist vielleicht gar nicht das Entscheidende. Ja, wo wird das hingehen? Das ist kaum zu beantworten. Ich würde auf jeden Fall vorsichtshalber schon mal sagen, ich behaupte nicht, dass wir das nicht irgendwie gestalten können. Ja, das können wir nämlich. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, genau das zu tun. Wir versuchen das ja, und zwar mit den Mitteln, die diese Gesellschaft bereitstellt. Das Rechtssystem versucht zurzeit, ganz neue Dinge zu klären,
ob es eigentlich Eigentums- und Besitzverhältnisse an Daten geben kann, wo wir doch wissen, dass die Daten nicht die Informationen enthalten, sondern der Beobachter. Das macht die Dinge unglaublich kompliziert und wir wissen eigentlich noch nicht, in welche Richtung das geht, aber wir wissen, dass man an diesen Stellen weiterdenken muss. Wir wissen ziemlich genau, dass wir womöglich doch im Mediensystem Gatekeeper-Funktionen brauchen. Also Gatekeeper-Funktionen, das hieß früher Redaktion. Nur eine Redaktion hat darüber entschieden, was in der Zeitung steht und was nicht. Als man im 18. und 19. Jahrhundert Zeitungen erfunden hat, war noch das Problem da, dass die Leute dachten, eine Zeitung lohnt sich nicht, weil nicht genug passiert. Jetzt haben wir das Selektionsproblem gehabt. Heute haben wir das Problem des Gatekeepers. Darüber kann man ja ernsthaft nachdenken. Und Datenschutzfragen sind etwas ganz Ähnliches. Also wie das weitergeht, das, jetzt, wenn man sozusagen einen salbungsvollen Satz sagen will, würde man sagen, das ist der Gegenstand von rechtlichen, wissenschaftlichen, politischen und ökonomischen Entscheidungen und wird genauso kompliziert sein wie alle anderen dieser Fragen, die wir in solchen Gesellschaften beantworten müssen. Diese Digitalisierung ist kein Schicksal, sondern eben auch eine bestimmte Form von Praxis in der Gesellschaft. Also wogegen ich mich wehre, das ist auch der ganze Ton des Buches, das ist sozusagen sofort in einen Warndiskurs zu gehen und zu sagen, da wird ja auf einmal alles anders. Das ist ja bedrohlich, das ist ja Kontrolle, das ist ja ein Kontrollüberschuss. Ist es alles, aber in diesen Kursen, da gibt es auch schöne Muster dafür, wie Sozial- und Kulturwissenschaften darauf reagieren, versucht man ja bisweilen Dinge zu retten, die es nie gegeben hat. In der Diskussion über die Gefährdung von Privatheit durch Digitaltechnik versuchen wir eine Form von Privatheit zu retten, die es in dieser Form eigentlich nie gegeben hat. Ja, also Privatheit hieß eigentlich nie, dass die, also, oder die Freiheitsfragen, ja, Freiheit hieß, kann man ganze Philosophiegeschichten dazu lesen, niemals, dass die Leute einfach tun und lassen können, was sie wollen, sondern Freiheit war immer daran gebunden, dass es eine wechselseitige Beobachtungsform gibt, damit die Leute in Freiheit das Richtige tun. Die Freiheit endet dort, wo die Freiheit anderer in Frage gestellt wird, steht bei Kant. Das hört sich für uns so banal an. Jetzt muss man das mal übersetzen in gesellschaftliche Praxis. Das heißt, meine Freiheit endet dort, wenn ich Ihnen begegne, dass wir sozusagen Formen finden, in denen wir unser Verhalten wechselseitig so einschränken, dass wir uns beide trotzdem noch für frei halten. Und das ist ja ein viel komplizierterer Diskurs, als zu sagen, oh, da gibt es Leute, die etwas über mich wissen und ich bin ja gar nicht mehr frei, ob ich dies oder jenes kaufe oder nicht. Das bin ich nämlich nach wie vor, sondern wir sehen jetzt, wie stark die Voraussetzungen schon für die selbstverständlichen Begriffe der klassischen Moderne waren, die Freiheit, Privatheit, so etwas wie die Teilhabe. Eine Teilhabe ist ein tolles Beispiel. Alle haben, als die Digitaltechniken in die Unternehmen, in die Parteien und so weiter kamen, gesagt, jetzt haben wir endlich eine demokratische Form, wo jeder sagen kann, was er will. Das war in der Bay Area, als man angefangen hat, philosophische Texte über die Digitalisierung zu schreiben. Lyotard hat das auch gemacht. Der große Traum. Jeder kann mitreden. Daraus kann man sehr schön lernen, dass Demokratie unter anderem auch darin besteht, Organisationsformen zu finden, in denen nicht jeder immer bei allem mitredet, weil sonst könnte man keine Entscheidungen treffen. Also Parteien haben zum Teil, die beiden großen Parteien, Sie wissen, welche ich damit meine, das ist ja nicht mehr damit angemessen beschrieben, haben ihre Internetseiten aufgemacht und die Mitglieder gebeten, reinzuschreiben, was sie wollen. Das haben die schnell wieder zugemacht, weil das überhaupt nicht zumutbar war, was da war. Und ein großes Technologieunternehmen hier in München, das seine Zentrale über die Straße hat, dessen Namen ich nicht nennen möchte, hat im Intranet die Leute aufgefordert, tatsächlich mal zu sagen, was sie denken. Und das hat zum Teil zu riesigen Katastrophen geführt, weil sie genau das getan haben. Wir wissen, dass Zivilisation heißt, darauf zu verzichten in bestimmten Situationen, das zu sagen, was man denkt. Schönes Schlusswort eigentlich, ne? Ja, ich bin fast demütig und ob des großartigen Dialogs und Ihrer tollen Fragen. Ich will explizit darauf hinweisen, dass wir heute auch einen Büchertisch haben und ich bin gespannt, ob wir eine analoge oder eine digitale Widmung bekommen. Armin, analoge oder digitale Widmung in deinem Buch? Nur digitale. Nur, dachte ich mir, eben, ich bin gespannt. Genau. Wunderbar. Also hier hinten am Eingang und Ausgang wird gleich ein Mitarbeiter von mir stehen, der eigentlich da schon stehen sollte.
willkommen in jetzt und wird Ihnen helfen, eine Widmung von Amina Sie zu bekommen. Ich erlaube mir ganz kurz zwei Veranstaltungshinweise, und zwar nächsten Mittwoch, den 16.10. um 18 Uhr, ganz witzig, wichtig und witzig, ein neues Format After Work, in dem wir den Peter Felixberger wieder begrüßen dürfen, der durch den Abend führen wird. Und zwar wird er sich mit Professor Michael Popp unterhalten, dem Erfinder von Sinopret und Eigentümer von Bionorica. Es wird sicher, und sozusagen einer der Väter der Pflanzenheilkunde, der wird ein sehr, sehr spannender Vortrag, und es wird auch ein Buch dazu geben. Und am 21.10. bin ich sehr stolz auf einen Abend, den wir gemeinsam mit der Bundeszentrale für der politischen Bildung veranstalten. Und zwar lautet der Titel Frauen leben heute. Es wird unter anderem gehen um Empowerment. Und es wird unter anderem Valerie Holzbauer da sein, die bis vor kurzem im Vorstand der BA tätig war und viel zu diesem Thema berichten kann und wird. Wir werden drei verschiedene Workshops machen, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Und besonders schön ist es deshalb, weil das Café Lüpold sozusagen Keimzelle der Gendergerechtigkeit ist. Zumindest behaupte ich das hier, ungeprüft, weil wir nämlich genau vor 100 Jahren dann eben den ersten Bayerischen Frauentag hier in diesen heiligen Hallen veranstaltet hatten. Also ich noch nicht, aber ich bin stolz drauf, hier wirken zu dürfen. Und da ging es zum Beispiel um den Schutz von Kellnerinnen oder die Sinnhaftigkeit von Mädchengymnasien. Und das ein oder andere Thema, natürlich jenseits der Kellnerinnen, ist auch heute noch aktuell. Und Sie können dazu beitragen, das zu diskutieren. Ja, ich fand, es war wie immer erwartbar lehrreich und unterhaltsam. Und die Solidarität unter Fremden können Sie jetzt noch am Tisch, weil Sie fast alle einen Fremden am Tisch haben, üben, simulieren, ausprobieren, genießen hoffentlich. Und ich bin auch für das Binäre, zahlen oder nicht zahlen, Sie dürfen zahlen heute Abend. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Herzlichen Dank.